Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Mit dem blamablen Aus im Schweizer Cup muss der FC Sion einen weiteren Tiefschlag verkraften. Sind die Tage von Trainer Paolo Tramezzani bereits gezählt? Kann er sein Team doch noch zu einer Einheit formen? Und kann der FC Lugano von der Unsicherheit der Walliser profitieren? Der FC Sion, das eines unserer Themen der heutigen Sendung. Das ist der Sporttipp Kickoff. Grüß euch miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ja, in der nächsten halben Stunde geht es bei uns unter anderem um die 8. Runde von der Super League. Über die rede ich mit dem Teleclub Fußball-Experten Rolf Fringer und dem Benjamin Lüthi. Er ist ehemaliger Spieler von Thun und von GC. Herzlich willkommen. Schön, seid ihr da. Hallo. Ja, bevor wir loslegen, werfen wir zuerst einen Blick auf die Partien von morgen und vom Donnerstag. Und zwar spielt IB gegen Luzern, St. Gallen trifft auf Basel, Lausanne Sport spielt gegen FCZ und am Donnerstag spielt der FC Lugano gegen FC Sion und Thun trifft auf GC. Es war die Sensation vom Wochenende im Göpp. Der FC Sion scheidet gegen Lausanne Uschi in der Promotion League aus. Wir wollen uns das entscheidende Goal noch einmal anschauen. Rolf, wenn du die Bilder noch einmal siehst, was sagt das über FC Sion aus, wenn man so ausscheidet im Göpp? Ja, es ist ja so, dass es heute natürlich immer schwieriger wird gegen Unterklassige. Man kann nur verlieren und der Unterklassige kann nur gewinnen. Also von dort her hat das immer eine gewisse Brisanz natürlich schon in der Ausgangslage im Cup. Aber gegen Erstligist sollte das natürlich nicht passieren. Und es ist natürlich so, dass in der Regel Mannschaften, wo der Verein ein bisschen Probleme hat in der Führung, die sind anfällig auf solche Stolperer. Und es ist vielleicht typisch, dass jetzt Sion halt in dieser Situation, wo sie jetzt sind, da ausgeschieden sind. Wie schlimm ist es für einen Spieler, wenn man im Cup so ausscheidet? Das ist ja nicht irgendein Cup-Out, sondern gegen eine Mannschaft, die man hat schlagen sollen. Ja, man merkt so relativ früh im Spiel, ob es läuft oder nicht. Und wenn du merkst, es wird heikel, dann bekommst du fast ein Panik über, weil natürlich die ganze Schweiz über das redet. Und dann geht sich das Selbstvertrauen weg. Und wenn du eine Verlängerung noch so ein Goal bekommst, ist so, dann möchtest du am liebsten einfach heimgehen, möchtest du nur noch ins Bett und ins Bett gehen. Ja, der FC Sion hat jetzt mehrmals solche Schlagzeilen gemacht, schon in der Europa League. Gegen Suduwa hat sie so weiterkommen, sie ausgeschieden. Schon dann hat die ganze Schweiz gelacht oder die halbe. Was sagt das über den Verein selber aus? Es läuft im Wallis im Moment nicht so, wie es sollte. Ja, es sind natürlich immer die gleichen Zusammenhänge. Es fängt zu oberst an beim Präsidenten. Sie haben in den letzten paar Wochen, also seit dem Saisonstart, ja 8 neue Spieler geholt. Das heisst, der Trainer hat jedes Wochenende wieder neu eingesetzt. Die Neuen haben kaum den Namen gekannt von denen, die auch gespielt haben. Und Leistung sollte man zeigen, Resultate sollte man bringen. Geduld hat er überhaupt keine. Also von dort her, wenn man halt alles erneuert, dann muss man halt einfach wissen, der Trainer braucht Zeit, die Mannschaft braucht Zeit, das Vertrauen muss ich aussprechen. Das muss ich auch der Öffentlichkeit, den Fans und der Mannschaft geben und dem Trainer. Und wenn ich natürlich alles wechsle und ständig mit neuen Spielern komme und nach jeder Leistung sage, Katastrophen und aufhören, so steigen wir ab und das ist zu wenig, ja, dann mache ich, das ist alles hausgemacht. Und eigentlich ist es noch typisch Christian Constantin, also nichts Spezielles. Du sprichst gerade an Christian Constantin. Wir wollen schnell mal ein Zitat von ihm anschauen, das er gesagt hat. Und zwar ist das folgendes. Es ist, wie wenn du heiratest, dann ist alles gut und rosarot. Dann stellst du die Braut zum ersten Mal in die Küche und merkst, die kann ja gar nicht kochen. Dann ist die Scheidung unausweichlich. Was ich jetzt mache, ist, der Braut vor der Scheidung noch einen Kochkurs zu schenken. Er spricht auch die Frist an, die er Paolo Tramezzani gegeben hat. Er hat gesagt, noch 3 Partien Zeit. Dort muss Leistung her. Wenn er das nicht schafft, ist er weg. Was sagt aber so ein Zitat aus über Christian Constantin? Ich finde, es ist sehr, sehr heikel. Es sieht sehr viel über einen Menschen aus, wenn er so Sachen sagt. Erstens mal ist es respektiert der Frau gegenüber und zweitens auch seinen Mitarbeitern. Ich würde jetzt ihm mal sagen, würde du mal erst selber lernen kochen und schau mal, dass dein eigenes Gericht mal passt. Und dann kannst du einfach mal zur Frau gehen und ihre Köche kritisieren. Wobei, ich muss sagen, was noch ergänzen, es ist eigentlich ein typisches Zitat von Christian Constantin. Weil es gibt ja keinen Menschen, der eine Frau heiratet, der nicht weiss, dass sie kochen. Das heisst, dass er zuerst mal die Aufgabe machen müsste. Das ist es ja auch. Die macht er ja zum Teil überhaupt nicht. Oder wenn er sie macht, dann hat er null Geduld und alles verwirren. Und das Chaos immer selber steuern. Also von dort her ist das Zitat eigentlich typisch für Christian Constantin. Weil dann macht man ja die Aufgabe nicht, Hausaufgabe, wenn man nicht weiss, ob die Frau, die ich heirate,
kochen. Und das ist ja natürlich bei ihm wirklich immer so. Wenn man das Zitat anschaut, der Retter davor, die Schädigung kommt sowieso, aber er bekommt jetzt noch einen Kochkurs. Das heisst, dass die Trennung kommt sowieso, egal was er jetzt für Leistungen bringt. Oder wie muss man das einschätzen? Gut, also jetzt aus der Erfahrung wissen wir, dass die Ehe irgendwann mal kommt. Dass so eine längerfristige Ehe hat er noch nie mit einem Spieler, mit einem Trainer. Und von dem weiss er, wissen auch, was sie sind, aber wie lange es noch geht, was sehen wir jetzt. Du hast es gerade angesprochen, es war kein langer Trainer im Wallis. Was muss man für einen Typ Trainer sein, dass das harmoniert zwischen Christian Constantin und dem Cheftrainer? Ich glaube, man kann der grösste Löhli sein als Trainer, wenn man jeden Match gewinnt, dann geht es mit ihm. Aber das ist die einzige Chance. Weil früher oder später verliert der Trainer mal, weil es gibt vielleicht Wechsel, gute Spieler gehen, man braucht ein bisschen Zeit, man fängt an zu verlieren. Wenn ich anfange zu verlieren, dann kommt er schon näher ans Gitter und schaut schon rein im Gitter. Wenn ich nochmal verliere, ruft er rein, nimm doch den raus, der spielt schlecht. Und also mit anderen Worten, es gibt den Idealtrainer gibt es gar nicht. Da war der Gattuso, der Weltmeister ist. Nicht einmal dem gegenüber hat er Respekt gehabt und Achtung. Also man muss wirklich sagen, er ist ein Narzisst. Er schaut nur für sich, hat null Empathie und Gefühl für andere Leute. Darum tut er das Chaos ja immer selber verursachen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so lange im Fußball und da haben wir immer gesagt, das ist ein Farbtupfer in der Liga, das ist ja schön von Boulevardzeitung, da läuft etwas. Aber mittlerweile, muss ich sagen, wird das ganz fast sehr, sagen Sie, lächerlich eigentlich. Es ist lächerlich, es ist Jahr für Jahr genau der gleiche Stuss, den man erzählen muss. Also es liegt eigentlich nur an ihm, er macht immer die gleichen Sachen und die armen Keibentrainer müssen immer die Zeche zahlen. Liegt es nur an Christian Constantin, dass ihm alles nicht läuft? Er stellt sich nie zur Verfügung. Das ist das, was ich auch immer kritisiere. Das sind wir auch anderen zuerst schuld. Und, ich habe jetzt Erfahrung gemacht im Fußball, wenn es eine Führung stimmt, dann hat es eine längerfristige solche Nachhaltigkeit und dann kann etwas entstehen. Und solange nichts entsteht, wirklich konstant, dann muss man sich selber vielleicht mal eine Frage stellen und sich auch mal hinterfragen. Und das ist das, was ich von ihm kritisiere. Und das fehlt mir ein bisschen. Ja. Was heisst das für einen Spieler? Hättet ihr in Sio gar nicht so eine Leistung bringen wie in einem Club, wo es funktioniert? Ich war dort relativ so sensibel auf das Ganze. Also, wenn es mir irgendwie passt hat, mit dem Verein, habe ich, Vertrauen geschöpft, habe ich Freude gehabt, dass es rundum stimmt, dass es glücklich macht und so. Und für ihn CEO ist es, bei vielen Spielen geht es um das Geld, ein bisschen dort, logischerweise. Ich habe dort nicht einen Fuß vor den Rang gebracht, glaube ich, habe das Gefühl. Jetzt, für den Paolo Tramezzani wird es ja nicht unbedingt einfach. Er spielt gegen Lugano, sein ehemaliger Club. Ist das für ihn ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja, zumal ist es sicher mal unangenehm, oder? Wenn ich erfolgreich war in Lugano, jetzt komme ich mit Sion zurück und alles prügelt auf ihn ab, vor allem natürlich eben der Präsident, dann ist das natürlich, hat man ein Mulmix-Gefühl, wenn man kommt. Also ein Vorteil ist das sicher nicht. In der Regel ist es so, dass wenn ein Trainer, der erfolgreich war mit einer Mannschaft, oder wenn der gegen die Ehemaligen spielt, also sprich, er spielt gegen Lugano, wenn die natürlich sich von der besten Seite zeigen, sie wollen zeigen, was sie eigentlich bei ihm gelernt haben. Und so gesehen, aus dieser Warte, wird es ein ganz schwieriges Spiel für den FC Sion. Ich möchte sowieso noch schnell über Lugano reden. Sie haben im Cup jetzt auch nicht die Leistungen gezeigt, wo man sagt, wow, schon unglaublich gewesen. Sie haben gegen Könitz gespielt. Der Alexander Gent hat in 93. Minute das entscheidende Goal geschossen. Was sagt das über den Formstand der Tessiner aus? Nee, nicht viel, würde ich sagen. Es ist mehr so, Hauptsache, sie sind eine Runde weiter. Also, würde ich sagen, es kann manchmal schwierig sein, sondern wir haben auch Könitz verloren mit GC. Von dem her, es ist manchmal einfach schwierig im Cup. Und von dem her sieht nicht viel aus. Finde ich, einzelne Match mehr so eine längerfristige Frist, die man anschauen müsste. Wie gross ist die Dreifachbelastung im Tessin? Cup, Europa League und die Meisterschaft? Die ist dreifach. Also war es fast nicht zum Meister, oder? Nein, das würde ich nicht sagen. Natürlich, Lugano ist sich das nicht gewöhnt. Die Spieler in Lugano sind sich das nicht gewöhnt. Das ist eine Belastung, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, von der mentalen Seite immer einstellen. Sie haben nicht so einen schlechten Match gemacht in der Euroleague. Ich bin der Meinung, sie haben recht gut. Es war ein höheres Niveau als in der Schweizer League. Klar, haben sie im Cup das nötige Glück gehabt, aber das Glück haben sie vielleicht auch sich verdient, weil sie ja keinen schlechten Match gemacht haben und weil es dort in der Mannschaft ihnen stimmt. Oder wenn es stimmt im Verein oder in der Mannschaft, dann ziehen sie irgendetwas Glück ein bisschen an. Aber ich glaube, es sind natürlich weitere 5 Spiele in der Euroleague, wo sie sich nicht gewöhnt sind. Sie haben aber ein breiteres Kader, als das in den letzten Jahren war. Also sie können auch 3, 4, 5 wechseln und haben gleich noch eine recht gute Mannschaft. So gesehen denke ich schon, dass sie eine ordentliche Vorrunde sind, fähig sind zu machen. Welche Mannschaft ist stärker einzuschätzen? Sie oder der FC Lugano? Wer könnte das Rennen machen in dieser Partie? Also für mich ganz klar Lugano. Jetzt, eben das Thema auch noch von der Dreifachbelastung kennt der Konditrainer sehr gut. Der macht einen riesen Job dort. Und von dem her sehe ich Lugano ganz klar
weil sie auch, ja, in einer besseren Phase sind, sehe ich vorne. Vom FC Lugano wechseln wir zum Meister, zum FC Basel. Der ist so schlecht in die neue Saison gestartet wie in den letzten 6 Jahren nicht mehr. Am Wochenende hat man im Göpp gegen Chiasso gespielt. Und dort ist man auch nicht einfach so durchmarschiert. Es ist eine Runde weitergegangen, aber mit Biegen und Brechen. Was sagt die Partie vom Wochenende über den FCB aus? Ja, es ist natürlich so, dass Göpp immer schwierig ist. Wir haben es vorher von Lugano gegen Unterklassiker kann noch verlieren. Alle erwarten eine Überraschung. Der Platz ist schlecht, es ist holprig. Von dort her, ich denke, ist wichtig für Basel wie Lugano, wie der Benni gesagt hat, dass sie weitergekommen sind. Aber ist klar, die nächsten Matches werden wichtig sein. Im Moment ist es halt so, dass Basel einen grossen Aufwand betreibt für wenig Goal. Noch bis vor ein paar Monaten haben sie einen bescheidenen Aufwand betrieben für viel Goal. Und das müssen sie wieder irgendwo in den Griff bekommen dann in den nächsten Wochen. Da möchte ich jetzt schnell wissen, wie ist das für einen Spieler, wenn es ihm immer einfach gelaufen ist, jetzt in Anführungsstrichen bei Basel. Es läuft, man gewinnt die Partien, man schießt die Goal. Plötzlich ist das nicht mehr so selbstverständlich. Plötzlich muss man dafür kämpfen. Kann man da im Kopf umstellen oder ist das mental auch noch eine rechte Hürde? Ich finde es sehr schwierig als Spieler. Vor allem jetzt kann man vorstellen, beim FCB, wenn du über 5 Jahre lang einfach immer so ein gewisses Selbstverständnis hast, du gewinnst, auch wenn du mal schlecht spielst. Und dann plötzlich ist es halt mal ein bisschen anders und du musst halt mal ein bisschen beißen. Und es ist, kommt Kritik, die gröber ist als sonst. Ich stelle mir es sehr, sehr schwierig vor, dort die Lockerheit zu behalten, die es ausgemacht hat in den letzten Jahren. Wo es eben zu einem Selbstverständnis geführt hat, wo einfach immer klar ist, die FCB kann spielen, wie sie will. 93. Minute machen sie noch 2-1 und dann haben sie 3 Punkte wieder. Also dem stellen wir sehr schwierig vor als Spieler. Wie schwierig ist es für einen Trainer? Der Raphael Wicki ist zum ersten Mal Chefcoach. Ja, hat der FC Basel übernommen, wo es ihm super ist gegangen, Meister war. Plötzlich läuft es nicht so rund. Wie schwierig ist es, wenn man Kritik hört im Internet, was plötzlich heisst, oh, das ist zu jung, das ist der Falsche, es läuft nicht, man muss nicht wechseln? Das ist natürlich immer schwierig, weil man wird schon lieber gelobt, als dass man immer kritisiert wird. Aber ich glaube, ja, man muss jetzt einfach, wenn man sich für diesen Weg entschieden hat, dass man einen jungen Trainer nimmt, dass man auf Junge setzt, muss man halt jetzt einfach mal ein bisschen Geduld haben. Also im Gegensatz zum Constantin, der jetzt schon ausruft, muss ich halt sagen, wir spielen jetzt das einmal bis im Winter so durch. Wir schauen, ob der eine oder andere Junge wirklich jetzt in die Presse springen kann. Wir rechnen sogar damit, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen Probleme haben, dass wir nicht immer Erster sind. Das wäre ja mal ein anderes Verhalten, als immer noch plären und sagen, der Trainer ist nicht zumal. Und das muss man sagen, die Mannschaft natürlich bei weitem nicht mehr so gut ist wie letztes Jahr, nicht mehr so torgefährlich. Und sie haben alle Jahre haben sie natürlich Qualitätsverlust gehabt. Und letztes Jahr waren sie klar effizienter mit denen, die sie noch hatten. Oder? Und jetzt sind sie klar schlechter. Und dann kommst du als Jungtrainer und musst für alles den Kopf anheben. Das ist eine undankbare Situation. Aber die nächsten Wochen zeigen, ob die Mannschaft genug stark ist, dass sie den Weg gehen können, wo sie effektiv wahrscheinlich gedacht haben, sollte klappen in dieser Saison. Gibt man sich da ein bisschen zu früh zufrieden? Du hast es so ein bisschen angetönt. Ja, in dieser Situation ist natürlich das normal. Man sucht überall Strohhalm, wo habe ich etwas Positives. Und wenn ich als Trainer oder Verantwortlicher merke, die Mannschaft kämpft, die gibt alles, was natürlich selbstverständlich ist im Menü. Also wenn ich dann da nicht mehr alles gebe, dann stimmt etwas nicht. Aber das heisst, die Mannschaft funktioniert. In sich ist sie gesund, da ist ein gewisser Teamgeist da. Aber ich glaube, wir dürfen verlieren gegen Menü. Aber aufgrund der Gesamtsituation wäre es früher mit so einer Niederlage nach so einem Spiel natürlich bei weitem nicht zufrieden gewesen. So wie es jetzt ist, sind sie natürlich ein Stück weit mehr zufrieden als das früher der Fall gewesen wäre. Was ist der Unterschied zu einer Partie der Super League? Das wollen wir uns auch schnell anschauen. Ja, man sieht, was jetzt eben gefragt ist, ist die Effizienz im Abschluss. Wir haben jetzt hier Aktionen da gegen Lausanne im Stand vom 1-1. Ja, wo eine riesige Chance ist für den Steffen. Nicht einfach. Hier im Göpp vom Wochenende. Der Büja kann den Ball nicht richtig vorlegen. Sie springt ihm weg. Muss ich machen eigentlich, wenn ich das Selbstverständnis habe vom letzten Jahr. Da habe ich wieder Chancen. Ein bisschen Pech hat die Latte. Also es ist einfach in der nationalen Meisterschaft so, dass sie einen grossen Aufwand betreiben müssen. Oder zum Effizienz und zum Goalschiessen. Und das ist natürlich eigentlich so, wie die Durchschnittsmannschaft immer zu kämpfen mit sich. Die müssen krampfen und machen, bis man alleine reingeht. Das ist Basel jetzt auch ein bisschen. Und darum müssen sie jetzt in den nächsten Wochen beweisen, dass mehrere Spieler fähig sind, Goal machen, effizienter sind und so wieder auf der Erfolgsstraße zurück. Das ist nicht unmöglich, aber auf dem Papier, wenn ich jetzt all das ein bisschen anschaue, eine schwierige Aufgabe. Wenn man im Göpp solche Chancen bekommt und sie nicht macht, wie sehr nackt das einem? Dann kann es da hinten rausgehen. Vom Wechsel her, von der Champions League, Göpp, Meisterschaft. Ja, dann macht man sich auch ein bisschen Sorgen, wenn Chancen nicht reingehen von Anfang an. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Was sind die Lehren, die man aus diesen zwei Beispielen ziehen muss, Rolf?
Ja, Lehre, in dem Sinn ist es so, dass man jetzt merkt, Selbstverständnis haben noch nachgelassen. In dem ersten Spiel haben sie mehr Goal geschossen, weil sie noch das Selbstvertrauen von der letzten Saison mitgebracht haben, wo sie alles gewonnen haben, wo alles aufgegangen ist. Dann ist es immer zähflüssiger geworden, viel Aufwand, weniger Ertrag, Goal nicht geschossen. Match, wo ich jetzt gewinnen in Sion, noch ein 1-1 gemacht, oder? Und das Zeug multipliziert sich natürlich dann auch für eine Mannschaft, oder? Und jetzt muss einfach eine gewisse Ruhe bewahren und die Mannschaften vom Charakter her so haben wie in Menü, sage jetzt miteinander, jeder für den anderen und so über Erfolgserlebnis wieder auf der Erfolgsspur. Da bleibt nichts anderes übrig. Aber ich traue ihnen das zu. Aber ich muss sagen, in den ersten 7 Spielen hat man einfach gemerkt, die Qualität in der Offensive ist natürlich nicht mehr wie letztes Jahr. Und letztes Jahr sind sie schon nicht mehr so gut wie das andere Jahr vorher. Also ist eine zähe Aufgabe für die Verantwortlichen und für den Trainer. Ich möchte noch schnell bei der Offensive bleiben. Der FCB hat Cedric Gitten zurückgeholt vom FC Luzern. Was ist das für ein Zeichen? Wir haben nicht einen Topscorer. Wir haben einen Jungen zurück, der zwar auch Goal geschossen hat, aber jetzt nicht überragende Leistungen gezeigt hat. Es ist jetzt viel gewechselt worden im Sommer. Die ganze Strategie, die ganze Führung, der Staff, der Trainer, der Sportchef und so. Es geht in die Richtung, finde ich, dass man eine neue Strategie fahren will. Man muss halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Wenn man jetzt sagt, okay, man braucht noch einen vorher, nimmt man nicht einen vom Ausland, sondern nimmt einen aus der eigenen Jugend, quasi, Anführungsstrichen. Und ja, den Kurs hat man zu fahren. Jetzt muss man nicht beim ersten Mal, was nicht geklappt hat, alles über den Haufen werfen. Finde ich gut, dass sie es nicht machen. Aber man muss auch mit den Konsequenzen rechnen, wenn man eine starke Kritik muss einstecken muss. Das geht jetzt mal halt in das Risiko. Ist es noch gut, dass sie das machen? Ich meine, für die jungen Spieler ist es natürlich eine riesige Chance. Oder ist es auch ein bisschen gefährlich, weil man vielleicht halt nicht mehr ist? Ich habe das Gefühl, beim FCB hat einfach alles Hand auf Fuß. Jetzt gehen sie halt die Strategie, aber sie gehen konsequent und haben sich etwas überlegt dahinter. Ob es die richtige ist, das wissen sie selber glaube ich, nicht. Aber sie haben wenigstens einen Plan. Wenn man jetzt vielleicht nicht zu CEO, der vielleicht manchmal nicht so plant, aber beim FCB ist alles Hand auf Fuß und man hockt zusammen und man schaut, woher man gehen will, wie will man das umsetzen. Und dort finde ich das nicht so schlecht. Ja. Könnte das vielleicht der Druck von aussen auch so gross werden, dass man sagt, nein, jetzt können wir nicht mehr auf einen Nachwuchs setzen? Wir müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen beim FCB. Dort haben sie auch so routinierte Leute, die mit Druck von aussen umgehen können. Und in der Schweiz ist ja der Druck von aussen relativ klein vielleicht zum Ausland. Von dem her habe ich das Gefühl, sie sich das gewöhnt. Sie wissen, was sie haben, jetzt an Personal. Und sie vertrauen dem mal und geben dem auch ein bisschen Zeit. Und das macht sich auch aus, dass Basel ist und nicht Sion. Wie viel Zeit hat der FCB, Rolf? Wann muss man handeln? Also ich wäre mal froh, man würde das nüchtern, sachlich, realistisch beurteilen. Und das ist einfach, sie haben gesagt, sie wollen auf Junge setzen, sie wollen sparen. Oder? Man weiß nicht genau, hat Marco Streller eigentlich nicht noch mal etwas Gutes machen oder hat er nicht können, weil man das Geld einfach nicht gesprochen hat, weil man gesagt hat, jetzt tun wir die Jungen, wir wollen das Geld nicht ausgeben. Dann muss ich sagen, dann können wir ihm ja nicht einmal einen Vorwurf machen. Aber ich glaube, es wäre ja mal schön im Fußball, dass man würde, ich sage jetzt, zu dieser Strategie stehen, zu diesem Plan stehen, Jungen setzen, Zeit geben und nicht einfach nur immer ausrufen und jammern und Theater machen und Mordio schlagen. Wenn jetzt eine Mannschaft einmal nicht gerade Ersten ist, braucht natürlich ein bisschen, ich sage jetzt, gesunden Menschenverstand und ein bisschen Verständnis. Und es wäre schön, dass sie im Umfeld in Basel eben das auch ein bisschen hätten und das würden unterstützen, was der Verein jetzt als Plan, ich sage jetzt, vorgegeben hat. Wäre das vielleicht auch mal ein bisschen das Zeichen für den Schweizer Fußball, dass man nicht immer alles in Frage stellt und der Trainer ersetzt, wenn man nicht gewinnt, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Geduld haben und trotzdem erfolgreich sein kann? Für mich absolut. Also man hat 2-3 gute Beispiele in der Schweiz, die das beweisen, die eine gewisse Nachhaltigkeit herbringen. FCB ist ein Beispiel. Und da soll man sich ein Beispiel nehmen, finde ich auch. Aber für das fehlt auch bei gewissen Vereinen Gelassenheit und auch ein bisschen Führungsqualität. Und, ja. Ich möchte gleich noch schnell über Cedric Gitten reden. Er ist zurückgeholt worden vom FC Luzern. Jetzt hat er im Cup eingewechselt worden, hat das Goal gemacht. Wie gross ist der Druck auf ihn? Ja, das ist ein junger Spieler, mit dem muss man Verständnis haben, wie man mit den anderen Stürmern auch muss Verständnis haben, Oberlin, Pululu etc. etc. Das ist natürlich ein Traumeinstand, wenn ich als Siegesgoal schiesse und als Junge wieder zurückkomme zu Basel. Aber ich sage jetzt, der Cedric Gitten ist natürlich nicht der Goalgetter, den vielleicht alle erwarten. Natürlich bringt er Zweikampfstärke mit dem Rücken zum Goal, kann den Ball verteidigen. Das ist alles sicher auch nicht schlecht. Und für ihn ist das jetzt super gewesen. Für den Verantwortlichen ist das super gewesen. Und das ist jetzt mal ein super Start. Aber die Bestätigungen folgen in den nächsten Spielen. Das sind ganz wichtige Spiele und gefährliche Spiele. In St. Gallen, dann gegen den FCZ, Benfica, Lissabon. Dort sieht man dann schlussendlich das wahre Gesicht. Und, sie haben schon viele Junge und haben wieder einen Jungen zurückgeholt. Das ist das Ehrziehen, aber eben das am Schluss lange, das wird dann die Zukunft zeigen.
Ich werde hier noch schnell ein bisschen über Ricky van Wolfswinkel reden. Wir hatten früher den Dumbia, den Janko. Sie haben den FCB verlassen. Lenkt er vor innen im Sturm? Oder braucht es da doch noch vielleicht jemand mehr als jetzt einen Jungen vom FC Luzern zurückholen? Benni, sag du. Für mich ist es einfach, ja, eben der Weg ist man gegangen. Jetzt hat man nur noch einen Top-Stürmer. Und jetzt, wo man den irgendwie ersetzen hat, irgendetwas hat mit einem Jungen. Das ist eben auch irgendwie ein Teil von dieser Strategie. Und letztens hat man zwei extrem gute Stürmer gehabt. Ich finde, für dass sie den gleichen Anspruch haben wie die letzten Jahre, reicht das nicht. Auf dem höchsten Niveau Champions League, irgendwie Super League immer vor dabei sein, reicht das nicht. Aber eben, wie ich gesagt habe, mit den Konsequenzen, man muss rechnen, wenn man den Weg einschlägt. Ja. So, der Cedric Gitten gegen FC St. Gallen spielen? Ja, das würde schon bedeuten, dass Raphael Wicki anders spielen, nämlich mit zwei nominellen Stürmen in der Mitte. Jetzt in den letzten Spielen haben wir immer einen Mittelstürmer gesehen und einen Elio Nussi und einen Steffen auf der Seite. Da müssen wir zwei Stürmer spielen lassen. Das weiss ich nicht, ob das auswärts macht. Aber man kann es nochmal sagen, oder? Sie haben den Delgado verloren, den Dumbi und den Janko. Das sind drei effiziente Spieler gewesen. Die haben können den Unterschied machen mit wenig Aufwand. Und sie haben nur einen geholt von Wolfswinkel. Und sie haben halt einfach jetzt weniger Qualität. Und von dort her haben sie sicher eine schwierige Zukunft von sich. Aber es ist immer eine Chance für einen Jungen, der vielleicht aus dem Nichts in die Bresche springen kann. Die Chance muss man geben, ein bisschen Verständnis haben. Und wir sind ja, glaube ich, letztes Jahr sind wir mit der Schweiz sind wir Nummer 1 von den Trainerwechseln. Also wenn wir uns da nicht blöd vorkommen, dann muss ich sagen, dann ist es auch nicht normal. Also es wäre schön, wie der Benni gesagt hat, man hätte jetzt mal Verständnis, was realistischerweise auch gebraucht wird. Und nachher kann man dann immer noch im Winter schauen, muss man etwas ändern, ist etwas gut oder falsch gewesen. Aber es wäre mal schön, man würde nicht einfach im Zeug rumplären und alles kritisieren, wenn es nicht gut geht, weil man zu dem jetzt stehen sollte, wo man als Strategie auf den Weg hat. Der FC St. Gallen ist im Göpp auch nicht einfach so durchmarschiert. Wir haben viele solche Fehlmerkungen. Was sagt das über einen Formstand aus, wenn man jetzt Penalty schiessen muss gegen Lind, zweite Liga interregional? Penalty schiessen ist schon gut, viel Glück, aber man hat es geschafft. Und dort geht halt einiges in der Führung und die Mannschaft versucht alles das auszublenden. Und im Göpp kann es immer mal schwierig werden. Penalty schiessen ist schon gut ein bisschen. Schon geht ein bisschen spät für eine Entscheidung. Aber wir sind weiter, wir können den Cup gewinnen, von dem her ist nichts passiert. Im Cup hat man Glück gehabt. Das war ja in der Meisterschaft beim FC St. Gallen nicht immer so gewesen. Ja, das ist ein guter Einwand, weil in der Regel eben tut man jammern, wenn man Pech hat. St. Gallen hat, glaube ich, gegen IB kurz vor Schluss ein Goal bekommen dann und zum den Sieg verspielt. Dann beim FCZ, wo sie in Rückstand sind, ist es ein Offside-Goal gewesen. Allerdings haben sie dort schon Glück gehabt, dass Zürich aus diesen 3-4 Chancen keine gemacht hat. Und jetzt haben sie wieder ein bisschen Glück gehabt im Penaltyschuss. Also man sieht, da oben schaut immer ein bisschen oder für den Ausgleich schauen. Und das ist wieder ein typisches Beispiel, dass das, was man leistet auf dem Platz, das kommt mir in der Regel immer zurück. Wenn nicht heute, dann halt im nächsten oder übernächsten Mal. Also, wichtig ist, dass man etwas leistet. Und die Leistung, die man zeigt, wird immer irgendwo angerechnet. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, St. Gallen. Zuerst gejammert wegen dem Schiri und jetzt hat man doch zweimal recht Glück gehabt. Also, ich glaube, ist Kiel wieder im Dorf. Wie wird der FC St. Gallen gegen Basel auftreten? Das Basel zuletzt verloren gegen Lausanne. Es kommt ein fragiles Basel in Kibun Park. Weitere Serie Chancen? Ich denke, man wird schon mutig sein. Aber man wird sicher wissen, dass man jetzt offene Messe darf laufen, wo Basel immer noch einen super Kader hat. Wo wir jetzt diskutiert haben, dass sie die Qualität verloren haben. Die Qualität des Kaders für Schweizer Verhältnisse ist sehr, sehr gut. Und St. Gallen tut gut daran, dass sie dort nicht ins offene Messer laufen, wo es daheim für die Zuschauer. Da kann man sich etwas trauen. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Merci vielmals. Wir sind schon am Schluss der Sendung. Sehr spannend gewesen mit euch. Dankeschön. Danke. Ja, wir sind am Schluss vom Kickoff. Am Freitag am Abend um 6 Uhr gibt es schon die nächste Sendung. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder einschaltet. Habt eine gute Zeit, einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.